Grüezi miteinander und hallo zusammen. Wir sind wieder zurück aus dem Winterschlaf. Ich begrüße euch in dem Moment zu der billigsten Fußballinformationssendung von der Schweiz, so Tackling, und das im Jahr 2022. Und Michi, was haben wir heute für Themen? Rafi, wir schauen natürlich zurück auf die Startrückrunde gegen den FC Basel und wir stellen uns ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Wintertransferfenster. Ja, Rafi, Start in der Rückrunde, vieles war neu, ist auch vieles gut gewesen. Körpersprache war ganz eine andere gewesen als jetzt über die Vorrunde. Also es hat mich fast ein bisschen erinnert, mich vor allem in der ersten Halbzeit gegen das erste Spiel gegen IB. Ja, da ist Kampf und Wille und alles hat man auf einen Platz gebracht, an den Tag gelegt. Ja, die alten Tugenden vom FCL sind eigentlich jetzt wieder Gott sei Dank zurück. Es gibt natürlich auch gewisse Journalisten, Michi, die den lieben modernen Fußball und Gipfelfußball jetzt am Vermissen sind und sich heimlich, unheimlich darüber aufregen, dass jetzt der FCL wieder zurück ins alte Fahrwasser geht. Nein, wir ja nicht. Wir haben die Freude, wenn der FCL wieder ja, Kampf und Wille an den Tag legt, Michi. Aber sind wir ehrlich, das ist dann aber auch schon wieder ein bisschen gesehen. He? Ja, man muss das klar ansprechen. Viele Chancen hat der FCL sich nicht rausgespielt. He? Und wenn man vor dem Goal war von Basel, hat man es eher ein bisschen verstolpert oder ein bisschen verstochert. Das ist schon irgendetwas, ja, wo halt muss gemacht werden. Man muss dazu sagen, Michi, Basel ist ja auch ziemlich geschwächt gewesen, also mit dem Abgang von Cabral und Shegarova und auch der Millar, der nicht gespielt hat, weil er mit Kanada weg ist, ja, hat der FCL eigentlich die Chance gehabt, die B-Mannschaft von Basel eigentlich ein bisschen, ja, zu besiegen und eben einen guten Start hinzulegen in dieser Rückrunde. Hätte wäre Fahrradkette, gell? Man könnte ja noch lange darüber diskutieren. Es ist eine 3-0 Niederlage. Man kann eigentlich auch schon fast von einer Klatsche reden. Obwohl, eben, so schlecht irgendwie das Ganze gleich nicht war. Wir haben ja vor dem Spiel mal noch kurz mit uns miteinander austauscht und gesagt, man kann verlieren und verlieren. Oder? Wenn man merkt, wenn man kann, nach dem Spiel sagen, darauf kann man aufbauen, dann kann man jetzt dort noch das Auge zudrücken, aber ich bin langsam ein bisschen weit davon weg. Jetzt kommen wirklich mich in zukünftige Spiele dort, zählt nur noch zählbar. Es fällt mir kein anderes Wort mehr ein. Aber erzähl mir doch du deine Eindrücke von dem Spiel gegen Basel zum ersten Mal. Man hat heute, also gegen Basel, noch das ein oder andere Mal gesehen, dass man, ja, schlussendlich noch zu viel gespielt ist vor dem Goal. Oder, man kann es auch anders sehen, die Verantwortung für den Abschluss hat man sich einfach endlos weitergegeben, bis dann die mögliche Chance eigentlich wieder durch war. Ja, vieles, einiges hat viel besser ausgesehen als noch vor der Winterpause, definitiv. Rafi, ich weiss, da steche ich jetzt in ein Wespennest. Ich habe ja vor dem Spiel auch öffentlich kommt, dass ich keinen Sieg erwarte. Dass ich eigentlich ein Klatschen gegen FC Basel erwarte. Es ist jetzt so rausgekommen. Glauben mir, es ist nicht, dass ich mich jetzt darüber freue. Ich hätte es viel lieber anders gehabt. Vielleicht gehört das auch an der Stimme. Ich habe auch aktiv mithelfen im Stadion, dass es anders rauskommt. Hätte nicht wollen sein. Aber wenn ich jetzt einfach ganz klar sehe, das Spiel gegen FC Basel spiegelt knallhart Qualität oder die Realität im Augenblick wieder. Der FCL hat nicht Qualität zum FC Basel schlagen, wenn es normal läuft. Denn man hat die alten Schwächen immer noch. Also mangelnde Effizienz vor dem Goal, habe ich vorher schon angesprochen. Wenn du gegen FC Basel schon Chancen hast, musst du die knallhart auch nutzen. Und ein Punkt, Raffi, den du noch nicht angesprochen hast, wo ich glaube aber auch ganz viele FCL-Fans sehen, und ja, ich mache es nicht gerne, aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, nach dem Fedeisamt kann es nicht mehr schlimmer kommen. Auch wir haben jetzt einen Schiedsrichter verändert gehabt, wo, sorry, ja, nicht im FCL wohngesinnt gewesen ist. Da ist wirklich eine ungleichmäßige Verteilung in meiner Ansicht nach. Von gelben Karten, roten Karten etc. Also da hat Menge Basler
vor dem Schuld schon vom Feld gehört. Und ja, aber all die Punkte, Raffi, die ich jetzt aufgezählt habe, eben, das ist die Realität. So wird es im FCL nie länger immer gegen den FC Basel sich durchsetzen können. Man hat A, Qualität nicht in der Breite auf dem Kader. Man hat die eigenen Schwächen, die man einfach nicht abstellen kann. Und man hat vielfach einfach einen Schiri gegen sich. Und das, summa summarum, ist einfach das Trauerspiel, das eine Neverending Story ist. Und man sich aber als FCL-Fan mittlerweile gewöhnt ist, zu leiden. Kommt noch ein bisschen dazu, man hat gegen die Grossen eigentlich relativ immer gut ausgesehen, Raffi. Und jetzt auch gegen Basel über weite Strecke gut ausgesehen, aber am Schluss den Schritt machen, dass es längert. Dort muss der FC noch reinkommen. Aber du hast es gesagt. Wichtig sind die nächsten Partien gegen eigentlich Mittelfeldclubs, wo es jetzt darauf ankommt, alles Teilbare zu nehmen. Raffi, nach dieser Runde beträgt der Rückstand auf Rang 8 nicht mehr 5 Punkte. Der Rückstand beträgt mittlerweile 8 Punkte. Ja, das ist klar. 3 Siege, wenn der 8. Platzierte 3 Mal verliert. Aber ja, die 3 Siege müssen jetzt zuerst mal eingefahren werden. Ja, und Raffi, einen Punkt möchte ich jetzt noch ansprechen am Match gegen FC Basel. Auffallend war für mich, dass zwei Junge wirklich ins kalte Wasser geworfen worden sind, jetzt von Anfang an gegen FC Basel. Für den einen oder anderen doch überraschend, für dich auch. Ich finde, sie haben den Job nicht mal so schlecht gemacht. Aber auch da gibt es irgendwie zwei Seiten, Michi. Ich habe mir das auch schon überlegt. Es ist wirklich top, dass man die bringt. Nur, ich frage mich halt einfach, gell, in der Situation, die Luzern ist, eben, kommt man plötzlich mit solchen Experiment, dass man bei einem Jungen noch ein Auge zudrückt, eben so eine Penalty verursacht. Ja, das kann passieren in dem Alter, klar. Oder vielleicht die frische, junge Naivität im Spiel. Das ist jetzt einfach etwas, was der FCL-Sicht nicht leisten sollte. Weißt du, man sagt dann schon immer klar, jetzt musst du natürlich du musst die Jungen bringen. Und wenn man sie bringt, ist dann auch wieder nicht gut. Ich finde, ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, und was ich auch schon angetönt habe, Michi, wenn wir schon bei den Punkten sind im Spiel, gell? Eben, wir reden hier in der 85. Minute kommt die erste Staffel für den dritten Wechsel von Luzern. Also, das sind auch so Geschichten, wo man jetzt muss sagen, hey, komm, lehre doch endlich mal dort, dass man 5 Spieler kann wechseln kann. Dann kommt eine rote Karte rüber. Also, nimmst halt vielleicht mal so einen Jungen raus und bringst den Wehrmann rein. Das sind so Sachen, die mich jetzt im Nachhinein schon auch ein bisschen von Nerven haben. Aber eben, wie gesagt, das war jetzt das erste Spiel gewesen. Wichtig ist jetzt ja zum Beispiel unser zweites Thema, wo auch ganz viele Fragezeichen aufwirft, Michi. Und das können wir jetzt auch wahrscheinlich noch stundenlang darüber diskutieren. Aber das Transferfenster. Bist du zufrieden, wie der Luzern, wie der FCL sich bis jetzt verstärkt hat in dem Wintertransferfenster? Wie zufrieden kann man sein? Mit zwei Spielern aus der Challenge League und einem Stürmer, der bei Lugano ja Halbstammkraft war, sage ich mal so. Michi, wag schnell. Hättest du Lust, ich habe da noch einen Kaugummi. Ich würde dir den für 80 Rappen geben. Du, danke, im Moment passt es gerade nicht. Aber kannst du mich später noch fragen. Okay, ich kann dich nicht mehr. Ja, danke, schon recht. Aber ich bin dran gewesen, eben die neuen Zuzüge, eben zwei Challenge League Spieler plus der Abu Bakar, der bei Lugano Halbstammkraft war. Ja, man könnte jetzt überspitzt sagen, No Names. Was kann man jetzt für eine Erwartungshaltung haben, wenn man es vergleicht mit den Sommertransfers, mit Badstuber, Gentner, wo man die Grossen nehmen kann und das Gefühl hat, jetzt kann der FCL angreifen. Dort sind die Erwartungen hoch gewesen. Ja, es ist jetzt schwierig, oder? Also, jetzt kann man schon sagen, ja, eben zwei Challenge-League-Spieler, ja, man muss eine Chance geben. Was ich aber, Raffi, jetzt anhand von der ersten Aufstellung ein bisschen muss bemängeln. Gut, beim Simani ist es klar gewesen, von voraus, dass er gegen Basel nicht spielt. Aber der Ismir Liluluglu ist auch geholt worden.
und man hat immer gesagt, man muss die Spielrolle, die sofort funktioniert. Ich frage mich aber, wenn eine Spielrolle schon sofort funktioniert, müsste er sofort in der Startaufstellung stehen, oder? Ist er nicht? Hast die Jungen sind vorgezogen worden. Und das ist eben das, was mich überrascht, Raffi. Jetzt ja, sind die Spieler da. Ich nehme an, die wird in den nächsten Spiel zum Einsatz kommen. Sicher ein Simani. Und Aboubakar ist schon im Einsatz gesehen. Ich glaube, er hat gute Ansätze gezeigt, oder? Es ist wieder etwas gegangen vorne dran, das darf man ganz klar so sagen. Fällt mir gerade ein, hättest du jetzt Lust für einen Kaugummi? Ja, jetzt habe ich ein viel geredet. Ja, jetzt würde die Situation gerade passen. Er kostet jetzt einfach 14 Mal so viel, etwa 4 Franken 80. Ja, die Situation passt gerade, kannst du mir einen schnell geben? Ja, hör mal. Dankeschön. Ja. Man sollte sich ja nicht immer mit anderen Vereinen vergleichen. Oder auf die anderen Vereine schauen. Aber den Schritt müssen wir jetzt gleich machen. Und nehmen wir gerade den FC St. Gallen. He. Der hat jetzt wirklich alles verpflichtet, dass bei 3 nicht auf den Bäumen oben gehockt ist. Aber es sind halt schon Annahmen drunter von Liga-Konkurrenten oder ehemalige Spieler, die sich jetzt im Ausland nicht gerade durchgesetzt haben. Ein Thoma, der das Goal gemacht hat gegen Lausanne zum Beispiel. Da fragt man sich so, schon, Luzern ist doch Cup-Sieger. Und er hat sich ja als die dritte Macht angeschaut im Schweizer Fußball. Jetzt geschweige denn, wo man jetzt gerade auf dem Tabellenrang, auf welchem Tabellenrang das man ist, ist der FC eigentlich wirklich so unattraktiv, verkauft man sich gegen aussen so schlecht, dass wir, oder dass Luzern wirklich so wenig Leute, Top-Leute kann holen, im Gegensatz zu St. Gallen, wo mehr oder weniger nicht so viel erreicht hat in den letzten Jahren. Muss ich aufpassen, was ich sage. Aber die holen wirklich eben von der Konkurrenz Leute, also von Basel und von Moos, oder wo Moos dann ausgelenkt ist, und Jankovic von IB. Ja, ob sich denn die durchsetzen, ist die andere Frage. Aber es geht doch einfach ums Prinzip. Man redet die ganze Zeit, man hat die Leute lange beobachtet und schlussendlich stehen die dann nicht mal in der Startelf im ersten Spiel. Ja, also es ist schon ein bisschen, nein, ich bin dort ein bisschen unzufrieden. Michi, was jetzt dazu kommt, ist halt einfach auch ein Tassar, der ziemlich sicher den Club verlässt. Das sehe ich, Raffi, wie du, definitiv. Aber man sagt ja immer, wir im FCL müssen abwarten, bis sich bei unseren Wunschspielern die anderen Optionen erledigt haben. Ja, eben, wie du sagst, fragt sich mich schon, ja. Wie weit hinten in der Beliebtheitsskala rangiert der FCL bei den Spielern? Oder an was liegt es? Also ich meine, dass der FCL also der kleinste Budget hat in der Super League, das ist altbekannt. Dass man nicht die höchsten Löhne zahlt, sagt man ja eigentlich auch immer wieder ein bisschen so. Ja, aber eben als Cup-Sieger müssen wir ja quasi die Anziehungskraft haben. Wobei auch Cup-Sieger, ja, wenn dann international vielleicht auch Glanzlicht kannst setzen, aber das kann ja unseren FC in den letzten paar Jahren leider eben nicht. Dann nützt auch der Cup-Sieger wahrscheinlich nicht viel, dass du attraktiv bist für allfällige Zuzüge. Ja, das sind natürlich Fragen, Raffi, die uns die direkt Betroffenen am besten könnten beantworten. Und, ja, heute wieder viel geredet. Es ist uns viel auf der Seele gehockt. Ich hoffe, es geht jetzt gleich vorwärts, ein bisschen bergauf. Weil sonst kehrt die Stimmung zu Luzern, glaube ich, ziemlich schnell. Das wäre es jetzt gesehen von meiner Seite. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Dürft auch gerne eure Meinung dazu mitteilen, wenn ihr so die aktuelle Lage seht, wenn ihr in die Zukunft schaut. Jetzt weiss ich nur noch, Michi, du hast noch zum Schluss etwas für uns, gell? Eigentlich hier haben wir für euch den besten Joker vom Wochenende. Leider nicht vom FCL. Da ist er. Damit eine schöne Woche. Ciao zusammen.